Hallo Konfuzeier, ja, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren Folge vom realen Irrsinn. Und jetzt mal was Aktuelleres. Ja, mal ausnahmsweise keine Folge von unserem Schildi, aber auch das sind schöne Folgen. Und wir hatten ja gerade zwei Stück, die er uns vorgeschlagen hat. Die findet ihr auch hier irgendwo auf meinem YouTube-Kanal oder auf Twitch noch zwei Wochen im VOD. Nur so zur Information. Aber wir wechseln jetzt mal in den Live-Bereich. Und zwar geht es auch hier wieder um den Bau, und zwar um den sinnlosen Schiffbau in Bremerhaven. Wir schauen uns das mal an. Ich fand es lustig, es stand noch zusätzlich dabei, Hauptsache es wird irgendwas gebaut. wir werden mal sehen, was es damit auf sich hat. Und ja, starten wir mal rein. Es war einmal ein wunderschönes Segelschiff. Die Säute der. Das Wahrzeichen Bremerhavens war jedoch marode und der Bund wollte 17 Millionen Euro für die Sanierung spendieren. Also, man wollte das Schiff von außen her, ein schöner Dreimaster, echt ein tolles Schiff, kann man nur sagen, was das Optische von innen so angeht. Und wenn es ein Wahrzeichen ist, dann noch mehr. Aber 17 Millionen dafür zu spenden, ja, aber wir kennen ja die Politik und Gelder ausgeben, die werden dann meistens da ausgegeben, wo sie nicht gebraucht werden, und da, wo sie gebraucht werden, landen sie nicht, oder es wird so lange darüber diskutiert, bis es irgendwo im Sande verläuft. Ich bin mal gespannt, was wir hier erleben werden, aber ich bin mir sicher nichts Gutes. Doch dann sank das Schiff und wurde abgefragt. Hier. Oh, schade. Könnte die Geschichte zu Ende sein. Ist sie aber nicht, sonst wäre das Video nämlich nach 20 Sekunden schon zu Ende. Aber wir haben hier ein Video von über 3 Minuten. Aber nein. Der Stadt Bremerhaven gelang es, die 17 Millionen Euro Fördergelder vom Bund auf 46 Millionen Euro aufzustocken. Okay. Jetzt bin ich echt gespannt, was daraus geworden ist. Aber, wow, war das noch vor oder nach unserem lieben Finanzminister Lindner? Weil ich glaube, wenn das der Lindner war, dann, ja, dann war das eine Kunstaktion. Um die Säute deren ganz neu zu bauen. Bürgermeister Melf Granz frohlockte. Ja, natürlich ist das ein Tag der Freude. Das ist hervorragend. Ja, das glaube ich auch, dass das hervorragend ist. Da haben wir eine Einblendung von der Nachrichten, würde ich jetzt sagen. Obwohl, das ist NDR-Info. Aber ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Und der Rest der Welt wunderte sich. So, entschied der Bundestag völlig überraschend, 47 Millionen Euro Bundesmittel für die Rekonstruktion des totgesagten Schiffes freizugeben. Moment. Sagte er gerade 47 Millionen? Ich denke, es sind 46 Millionen. Ja, was denn jetzt nun? Es ist ja nur 1 Million, aber man soll sich nicht über 1 Million streiten, aber ich meine nur so. 46 Millionen. Bei so hohen Summen kann man schon mal durcheinander kommen. Ah. Doch dann stellte sich heraus, dass die schönen Millionen vom Bund nicht ausreichen. Wie so oft beim Bau. Man kriegt ein Angebot, das hört sich ganz toll und günstig an. Das nimmt man an und denkt, wow, die anderen Anbieter sagen, das kostet zwei oder drei oder viermal so viel wie das Angebot vom günstigsten. Das nehme ich, da kann ich viel Geld sparen. Und am Ende wundert man sich, dass man 5-mal so viel bezahlt hat, wie man veranschlagt hatte. Weil, ja, es kommt das noch dazu und dieses noch dazu und da muss man noch was drauf zahlen. Augen auf. Nimmt nicht immer das günstigste Angebot. Okay. Hier könnte die Geschichte wieder zu Ende sein. Ja, wieder zu Ende, aber wir sind erst bei 1:04, also haben noch knapp 2 Minuten. Also jetzt sind wir noch nicht am Ende und die 47 Millionen werden wohl weiter aufgestockt werden müssen. Und dann wundert man sich, dass Deutschland so hoch verschuldet ist. Aber nein, Bremerhavens Strippenziehern gelang ein Coup. Die 46 Millionen Euro Fördergelder wurden einfach umgewidmet. Jetzt wird eben ein anderes Museumsschiff gebaut. Die Najade. Moment. Sie haben Geld, 46 Millionen genommen, haben ein Schiff aufgebaut wieder, das abgefragt war. Nehmen jetzt die gleiche Summe nochmal in die Hand, um ein anderes Schiff aufzubauen. Also haben sie jetzt 92 Millionen gekriegt oder haben sie
wie haben sie die 46 Millionen aus dem Erstbau wieder rausgeholt? Hä? Verstehe ich nicht. Die besagten 46 Millionen gibt man jetzt für ein Schiff aus, das keiner kennt und keiner braucht. Das ist aus unserer Sicht vollkommen absurd. Das ist absurd, genau, weil eigentlich sollten Fördergelder, meiner Meinung nach zumindest, festgeschrieben werden auf eine bestimmte Förderungssache und nicht einfach wahllos hin und her geschoben werden dürfen. Ja, also so ist meine Meinung zumindest. Aber gut, Behördenunsinn kennen wir ja. Naja, die Najade kennt zwar keiner, aber das Schiff wurde mal in Bremerhaven gebaut und wäre günstiger im Nachbau. Und wo ist es jetzt? In Wirklichkeit liegt das Originalschiff 1917 von einem deutschen U-Boot versenkt auf dem Meeresgrund. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, dieses Boot jetzt als Disney-Nachbau, als Attrappe in den Museumshafen zu legen. Das stimmt, das stimmt. Also wenn es versenkt worden ist, dann ist es ja nicht anders als das Schiff, was ursprünglich wieder aufgebaut werden soll, das gesunken ist und wieder aufgebaut werden sollte. Und das hat dann auch noch einen geschichtlichen Hintergrund. Das zweite Schiff hat ja gar nicht mal einen geschichtlichen Hintergrund. Also das ist völliger Unsinn. Okay, auch der Bundesrechnungshof empfiehlt, den Bau der Najade unverzüglich zu stoppen. Garantiert haben sie aber schon wieder ganz viel, viel Geld von den Millionen da reingebuttert und sind verloren. Müssen aufgestockt werden. Am Ende sind wir bei 150 Millionen, sage ich jetzt mal so. Aber wie gesagt, die 46 Millionen sind ja schon bewilligt. Die Straßen, die Brücken, vieles ist marode. Dafür brauchen wir Geld und nicht für dieses Schiff. Das stimmt. Also da gebe ich der Dame recht. Man sollte wirklich dann wenn man das Schiff an sich nicht aufbaut, für das Geld genehmigt worden ist, dann sollte man das Geld für Dinge nehmen, die wirklich wichtig sind und nicht für solchen Unsinn. Wir nehmen ein Schiff, das 1917 versenkt worden ist und bauen das nach, nur weil das einfacher und günstiger ist. Ja, genau. Es gibt zwar schon das Schulschiff Deutschland in Bremerhaven, aber die Menschen freuen sich doch bestimmt über noch ein Schiff. Wir haben genug Schiffe. Diese Stadt braucht einfach dieses Geld für andere Dinge als jetzt ein Museumsschiff. Wir haben ja genug Probleme mit den anderen Schiffen, die da noch liegen. Die Schulen müssen gemacht werden, die Kindergärten. Ja, genau, Schulen ist ein schönes Beispiel. Haben wir jetzt hier auch bei uns in Frankfurt mit der Oberbürgermeisterwahl. Wir haben jetzt zwei Kandidaten. Der eine wirbt damit, dass er der Bessere ist für die Sicherheit von der CDU. Der zweite wirbt damit, dass er 1 Million für die Schulen ausgeben will. Das ist von der SPD. Das sind die beiden Sachen, für die wir uns entscheiden können, wenn wir Ende des Monats nochmal zur Wahl gehen. Ja, ich habe meine Meinung dazu. Nee, die 46 Millionen Euro Steuergeld dürfen nur für ein Schiff ausgegeben werden. Ja, dann gibt es doch für das Schiff aus, für die es ursprünglich geplant worden ist. Oder sagt die Förderung komplett ab und gibt die 46 Millionen zurück. Die Minister in Berlin werden sich darüber freuen, aus welchem Grund sie können ihre Diäten erhöhen. Und von daher ist das eine Förderruine. Nach dem typischen Prinzip, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich unterstütze den Herrn vom Bund der Steuerzahler. Das ist völliger Unsinn. Ganz ehrlich, nee. Vor Augen auf, was ihr fördert, lieber Bundestag, lieber Bundesrat, lieber wer dafür auch immer verantwortlich ist. Und lieber Rechnungshof, ihr macht es genau richtig. Ich habe die Tage gerade wieder gelesen. Der Bundesrechnungshof möchte der Deutschen Bahn richtig ans Bein pinkeln, sage ich jetzt mal so lapidar, und die zerschlagen, weil das auch ein Fass ohne Boden ist. Stimmt. Und bevor die 46 Millionen wieder weg sind, baut Bremerhaven nun ein Schiff, das keiner kennt und keiner braucht. So viel zu diesem Thema. Also, es wird wieder mal wunderbar etwa Geld in eine Mülltonne geschmissen und zum Fenster rausgeschmissen, wo das anderweitig viel, viel besser angelegt wäre und viel mehr nützen würde. Aber so ist es halt nun mal. Deutschland hat's ja. Genau. Ja, okay. Aber es war trotzdem eine schöne Folge, wie die Verschwendung in Deutschland gefördert wird. Kann ich nur sagen, es war, mir hat's Spaß gemacht. Ich konnte wieder schön sarkastische Äußerungen von mir geben. Und ja, falls euch das Ganze genauso ging und es euch gefallen hat, Däumchen hoch wäre nett.
auch Abo und Glocke aktivieren. Ist schön. Ich mache das Ganze natürlich jetzt hier auch. Bitteschön, da gibt es das Däumchen hoch von mir für diese Folge. Originalvideo könnt ihr euch angucken, ist da unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ebenso, wenn ihr gerade da unten unterwegs seid, weil ihr geklickt habt, wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge oder sonst irgendwas habt, was ihr loswerden wollt und nicht unter die Gürtellinie geht, das ist wichtig, nicht unter die Gürtellinie, dann könnt ihr das unten in der Kommentarsektion hinterlassen. Gibt auch eine Reaktion meinerseits dazu. Und ja, mir bleibt da nur zu sagen für diese Woche tschüss und bis zur nächsten Folge, eure Josie.